der zweiten Folge angekommen. Von jetzt an geht es wahrscheinlich noch, ja, es geht noch ein bisschen weiter. Wir wollen ja auf jeden Fall noch ein bisschen was erleben hier. Und wir machen jetzt erstmal hier den Onkel auf, der hier so ganz unverhohlen vor der Tür steht und uns wahrscheinlich irgendwas verticken will. Guten Morgen, ich komme von Vortec. Das ist schön für Sie. Ich glaube, die Einstellungen sind immer noch nicht ganz so richtig gut. Ich muss das hier auf jeden Fall lauter machen. Machen wir das mal hier. So, ist gut. Schön, dass du von Vortec kommst. Ich hoffe, das ist jetzt auch mit WASD. Okay, wir müssen es echt damit auswählen. Was für ein Tag! Sehen Sie sich diesen Himmel heute an! Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ja, ich auch. Schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Wie konnte jemand wie ich so ein Glück haben? Keine Ahnung. Du siehst irgendwie jetzt gerade mal um 20 Jahre gealtert aus. Egal. Ich werde Sie auch nicht lange stören. Nicht lange? Ich bin mir nicht sicher. Was nehme ich denn? Hier bin ich. Ja, das sind Sie. Ja, das sind Sie. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben. Also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Der Typ einfach mal. Mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Genug Platz passt natürlich jetzt gerade hier. Ist aber Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es soll ja reibungslos laufen im Falle einer unerwarteten totalen nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Okay. Das Ende der Welt? Na endlich! Das ist die richtige Einstellung. Nun, also dann. Okay. Wir müssen unsere Perk-Punkte vergeben. Unsere Perk-Punkte. Okay, also ich merke auf jeden Fall, die Lippensynchronisation ist mindestens genauso gut wie die meine. Okay, wir haben 21 Punkte zur Verfügung. Wir gehen auf jeden Fall 5. Vor der Mutter auf Glück? Nein, das machen wir nicht. Wir machen mal Glück auf 6. Wir nehmen mal eine grundstabile Skillung von Durchschnitt 3. So, jetzt haben wir noch 4 Stück übrig. Das heißt, wir gehen dann mal ein bisschen auf. Wie viele Erfahrungspunkte? Die Intelligenz. So wie wir aussehen, sind wir tierisch glücklich und tierisch intelligent. Wie viele Aktionspunkte du hast, wie gut du schleichen kannst. Wir gehen nochmal auf Stärke, damit wir von Anfang an relativ viel mitschleppen können. 5, 5, 6 klingt, glaube ich, nach einer guten Skillung. Das machen wir mal. Ich muss meinem Charakter einen Namen geben. Ach so, da. Wir haben ihn genannt Prinz Fridolin, ne? Machen wir ohne E. Fridolin. Klingt gut. Falsch, so. Wie komme ich da jetzt raus? Okay. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Alter, der Typ, der ist so eklig. Aber schön. Ich gehe mal gucken. Du hast Cotsworth gehört. Los. Wie geht es denen? Das haben wir doch vorhin schon. Boah, der hat echt ein totales Aufmerksamkeit. Okay. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben.
Was nehmen wir denn? Wir nehmen mal. Klingt gut. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cotsworth, was ist los? Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unserem Partner scheint anscheinend abgebrochen zu sein. Hey, ja, Sir, es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und... Wahrscheinlich. Pennsylvania. Daran wird's liegen, Knicke. Mein Gott. Oh, wir müssen zum Vault. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Einwohner von Sanctuary Hills. Wenn Sie registrieren, wo muss ich hin? Ich glaube da. Ah. Ich muss sagen, ich mag die Grafik vom Stil her. Es gibt zwar Besseres, klar, aber ich mag es trotzdem vom Stil. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay, danke. Viel Glück, Ma'am. Okay, wir kommen auf jeden Fall schon mal rein. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte. Genau in die Mitte? Wahrscheinlich. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Festhalten! Geht das nicht schneller? Oh Gott. Puff. Lassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge, wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Alles in Ordnung? Es nicht. Es wird alles eine gut, Minute später. Und nein, wir wären alle... Nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Gehen Sie bitte alle die Treppe hoch und dann durch die Tür. Das los, geh vor. Unser neues Zuhause. Sorry, for your safety. Kindly do not put your hands in between the gates. Kindly do not try to step into the room. Okay, huh? The job is coming out. Minutes. Our luggage must be on. Okay, lass mir das auf so stehen. Oh, was ist los? Entschuldigung. Die Treppe hoch. Entschuldigung, es tut mir leid. Ach, das ist nicht, ich will nicht von hinten sehen. Entschuldigung. Hallo. Sobald der Vault versiegelt ist, lernen wir uns bestimmt besser kennen. Da bin ich mir sicher. Weiblich, Alter. Mein Kind. Das Tor sieht aber schon ziemlich nice männlich aus. Der hat den besten Job. Männlich. Gut. Ja, da vorne. Nehmen Sie sich einen Anzug. Treten Sie an den Tisch heran. Ich frage mich jetzt gerade, was, denn wohl mit den Schläuchen passiert? Reine Routine. Okay. Scan me if you can. Wo muss ich hin? Hallo. Gehen Sie weiter. Okay. Keine Sorge. Jeder Anzug ist brandneu und desinfiziert. Oh, das finde ich gut. Danke. Muss ich weiter? Oder noch was jetzt? Folgen Sie dem Arzt hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Okay. Also Sie drei.
Folgen Sie mir. Siehst du? Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob es mir wirklich gefallen wird. Aber man wird sehen. Unser Zuhause. Hier gibt es nichts zu sehen. Meine Eltern sind unten in DC. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Im Zweifelsfall dein ganzes Leben. Passt prima, oder? Ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? So, Chefkoch, dann erzähl mal. Hallo. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Wir haben es nicht eilig. Alles wird gut. Soll ich da reingehen? Er ist doch da. Siehst du? Schatz. Er ist mein kleiner Held. Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Okay. Da ist er, siehst du? Passe ich da überhaupt rein? Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannend. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4, 3, 2, 1. Fug. Das ist sie. Da. Mach sie auf. Was macht ihr da? Fast. Alles wird gut. Was passiert hier? Ich will hier raus, hallo? Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Sie kriegen meinen Tonic! Dich kriege ich, das glaub mal. Das ist aber nicht nett. Das ist aber gar nicht nett. Es zieht sich gerade irgendwie durch die... Ja. Ich habe sowas befürchtet. Oh Gott. Warum soll der Vault-Hack das tun? Kann doch nicht sein, dass nur noch ich übrig bin. Hallo? Ist da wer? Komm schon! Das muss doch irgendwie aufgehen! Sie sind alle tot. Geht das Ding hier vielleicht auf? Ah, super. Lebenshaltungssystem offline. Perfekt. Ich hab's natürlich aktiviert. Okay. Komme ich da jetzt dran? Ich meine nicht, dass es irgendwie jetzt